Ab 2027 sollten in Magdeburg hochmoderne Chips produziert werden. Der US-Konzern Intel hat dort eine Megafabrik geplant für rund 30 Milliarden Euro. Jetzt aber stehen die Pläne vorerst auf Halt. Intel hat angekündigt, den Baustart um voraussichtlich 2 Jahre zu verschieben. Denn der Konzern ist angeschlagen und muss sparen. Auf dieser Fläche bei Magdeburg war noch für dieses Jahr der Spatenstich geplant für Europas größte Chipfabrik. Nun die Ankündigung von Intel, das Werk wird vorerst nicht gebaut, zumindest nicht in den nächsten 2 Jahren. Gestern Abend informierte Intel-Chef Gelsinger den Bundeskanzler und Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten. Wir haben erstens folgende Botschaften zur Kenntnis nehmen können. Intel hält an dem Projekt Magdeburg fest. Ist momentan allerdings aus Liquiditätsgründen nicht in der Lage, so wie ursprünglich zeitlich geplant, die Investition zu beginnen. Dem US-Konzern fehlt das Geld. 30 Milliarden Euro wollte Intel hier eigentlich investieren. Der Bund fast ein Drittel davon übernehmen, um Deutschland und Europa unabhängiger zu machen von Chipherstellern in Asien. Sachsen-Anhalt war bereits in Vorleistung gegangen. Millionenbeträge sind geflossen für Grundstücksankäufe und Erschließungsarbeiten. Generell war vielleicht diese Chip-Geschichte sowieso nicht so eine gute Idee. In Magdeburg hoffen sie dennoch, dass das Projekt nur aufgeschoben ist und das Werk am Ende doch noch entsteht. Denn hier geht es auch um 3000 neue Arbeitsplätze. Und es geht eben auch um das Ziel der Bundesregierung, bei den Chips unabhängiger von ausländischen Lieferanten zu werden. Die Intel-Fabrik in Magdeburg war eines der größten geplanten Vorhaben in dem Bereich. Fast 10 Milliarden Euro hatte die Bundesregierung in ihrem Klima- und Transformationsfonds als Subvention eingeplant. Jetzt steht sie vor der Frage, was mit dem Geld passieren soll. Die Chipfabrik war ein Prestigeprojekt für den Kanzler. Und so bemüht sich Scholz, aus dem fernen Kasachstan den Rückschlag nicht als solchen aussehen zu lassen. Devise: Zweckoptimismus. Die Entscheidung, das Projekt in Deutschland jetzt 2 Jahre aufzuschieben, ist eine, die ja auch beinhaltet, die Aussage, daran festhalten zu wollen. Vorerst werden die Milliarden an Subventionen für Intel aber nicht gebraucht. Und das sorgt für Begehrlichkeiten in Zeiten Klammerkassen. Kaum ist der Planungsstopp bekannt, meldet sich der Finanzminister über die Plattform X, vormals Twitter, zu Wort. Alle nicht für Intel benötigten Mittel müssen zur Reduzierung offener Finanzfragen im Bundeshaushalt reserviert werden. Alles andere wäre keine verantwortungsbewusste Politik. Die Botschaft dürfte in Richtung Wirtschaftsministerium gehen, denn dort ist das Geld eigentlich reserviert im Klima- und Transformationsfonds. Aus dem Ministerium heißt es, die Gelder stünden nicht für was anderes zur Verfügung. Der Wirtschaftsminister hält sich heute öffentlich bedeckt. Wie jetzt konkret mit den reservierten Geldern zu verfahren ist, das werden wir hinter den Kulissen in der Regierung besprechen. Zudem betont der Wirtschaftsminister, das Ziel der Regierung sei weiterhin, Halbleiterfabriken in Deutschland anzusiedeln. Die Strategie sei nicht auf ein einziges Unternehmen ausgerichtet. Und damit jetzt zu Melanie Böff an der Börse. Intel war ja mal eine Technologie-Ikone. Warum hat das Unternehmen jetzt solch große Probleme? Ja, es kriselt schon länger bei Intel. Börsenexperten sagen, dass Intel große strategische Probleme habe. Und Intel hat ja auch in den vergangenen Jahren massiv Marktanteile verloren, ist gerade beim Design dieser neuen Hochleistungschips, die wir ja alle brauchen, nicht mehr so wettbewerbsfähig. Da haben inzwischen Firmen wie ARM oder Nvidia die Nase vorn. Ja, und dann vergangenes Quartal stand bei Intel ein Milliardenverlust. In der Folge wurde dann der harte Sparkurs und Stellenstreichungen angekündigt. Auch der Aktienkurs dieses Unternehmens hat in den vergangenen Monaten ordentlich gelitten. Ganz im Gegenteil, zulegen konnte dagegen der DAX. Heute liegt aktuell im Plus bei 18.723 Punkten. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger schauen jetzt schon in die USA. Da steht nämlich der Zinsentscheid der Notenbank Fed an. Danke, Melanie Böff nach Frankfurt am Main.